öffentlichen Raum haben Sie 100% der Bevölkerung als potenzielle Kunstrezipienten. Und das finde ich spannend, dass ein kleines Kind, ein Hartz-IV-Empfänger, genauso selbstverständlich sich die Kunst anschaut wie ein Lehrer oder ein Sparkassendirektor. Das kleine Kind, das eigentlich gar nicht weiß, was ist das ein Kunstwerk und wenn ja, was bedeutet das? Und trotzdem haben gerade Kinder, Jugendliche einen viel direkteren, emotionaleren Zugang zu solchen Arbeiten, die eben aus diesem traditionellen Kunstkontext eines Museums, einer Galerie zum Beispiel herausgenommen sind. Und das finde ich eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe, die sozusagen Künstler dann auch lösen, dass sie versuchen, wirklich auf die Bevölkerung, auf die Besucher zuzugehen mit ihren Arbeiten. Wissen Sie, ich denke, die Besucher, diese unbekannte Masse an Leuten, die sind alle viel, viel smarter, als was man denkt. Ja, die können das viel besser, die können mit so vielen Sachen umgehen. Ich denke, man macht sich selber, beziehungsweise nicht als Künstler, aber vielleicht als Organisator, viel zu viele Gedanken. Ich meine, was man alles im Fernsehen sieht oder im Internet, Kunst ist dagegen gar nichts. Ja. Ich habe bis jetzt noch keine Arbeit gemacht, der total in der Pampe ist, wo ich 100% sicher bin, dass nur ein abenteuerlicher Kerl oder sowas vorbeikommt im Jahr. Ne? Also natürlich will man, wenn man Kunst macht, dass man will eine Art von Kommunikation erzeugen, ja, durch die Arbeiten. Aber die läuft eben nicht, die läuft über die Arbeiten, also nicht direkt dann mit mir oder so. Den Künstlern ist es wichtig, dass der Kunstbesucher sozusagen aktiviert wird, an dem Kunstwerk gewissermaßen mitarbeitet, wenn man will, es sogar vollendet, auf jeden Fall aber aktiver Bestandteil dieses Kunstwerks ist. Das ist, man nennt es Partizipation, wie gesagt, es ist ein neues Modewort, aber es macht sicherlich auch Sinn, die Leute aus ihrer passiven Haltung herauszuholen, wie man das etwa in einem Museum kennt, da steht man andächtig vor einem Bild, vor einem Gemälde, nimmt aber selbst keine aktive Rolle rein. Und im öffentlichen Raum besteht die Möglichkeit, dass zwischen Kunstwerk und Betrachter oder Kunstwerk und Besucher sozusagen so ein dialogisches, kommunikatives, aktives Verhältnis entsteht. Die ich bei der Emscher Kunst gemacht habe. Dieser Schriftzug Satisfy Me bezieht sich natürlich auch auf diese Frage, was will man eigentlich mit Kunst im öffentlichen Raum machen. Ja? Das war ein Riesenprojekt, da wurden sehr viele Künstler und Künstlerinnen eingeladen. Am Anfang hatte man auch das Gefühl, man kann alles machen, es ist alles möglich. Und die Frage ist immer für mich, für wen macht man das eigentlich? Ne? Wenn ich jetzt eine Arbeit auf eine Mülldeponie mache oder die permanente Arbeit, die ich in Oslo gemacht habe. Ich kenne die Leute, die da wohnen, nicht. Na, also ich wohne nicht dort, ich kann mich ein bisschen auseinandersetzen mit der Region oder so eine Zeit lang da sein, aber ich bleibe immer fremd. Ja? Also ich denke, man macht oft als Künstler so eine Art Künstlerin-Tourismus. Ja? Man geht immer ganz kurz irgendwo hin, man muss alles so beobachten, man kriegt unglaublich viele Informationen, dann haut man wieder ab. Und die Arbeit bleibt aber vielleicht dort. Früher hat man viele, Sie kennen die klassischen Skulpturen von Henry Moore, von Richard Serra, große Stahlskulpturen, diese großen Gesten, die sozusagen dann über 20, 30, 40 Jahre stehen, das ist sicherlich zum Teil vorbei. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, da auch im Stadtraum nochmal zu überprüfen, ob bestimmte Kontexte und Situationen für die Kunst, die da platziert ist, noch passen und das möglichst wertfrei zu machen. Ich glaube, das ist aber ein ganz neuer kultureller Prozess, den man sich auch erst mehr arbeiten muss. Es ist so, bei Arbeiten im öffentlichen Raum ist manchmal das Abbauen sozusagen der Arbeit teurer als die Arbeit selbst so weiter zu pflegen. Wir arbeiten sozusagen in so einer Mischkalkulation, der Großteil der Arbeiten ist temporär. Aber es gibt auch einige wenige Arbeiten, die permanent verbleiben werden. Vor allen Dingen eben Arbeiten, die sozusagen eine konkrete städtebauliche, architektonische Funktion haben, wie eine Brücke zum Beispiel.
Beispiel. Oder wir haben eine Künstlerin, die einen gesamten Jugendtreff neu gestaltet, neu baut. Das sind natürlich tolle Aufgaben, die Künstler übernehmen. Das sind natürlich dann permanente Arbeiten, das ist vollkommen klar. Es gibt natürlich Kunst, die ist zeitlos, und es gibt eben Kunst, die ist vielleicht, die hat vielleicht ein Haltbarkeitsdatum, aber das kann man, glaube ich, überhaupt nicht allgemein bestimmen. Kunst hat aber darüber hinaus natürlich, das darf man nie vergessen, auch immer eine ästhetische Funktion. Kunst ist dazu da, um Freude zu machen, um Spaß zu machen. Man kann sozusagen von einer Schule des Sehens sprechen, wenn man so will.